Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Multibimbande. Heute bei meinem vierten Tag, nämlich den 19.09. wieder beim 100 Tage Quest zu spielen jeden Tag. Nee, Moment. Die Quest jeden Tag zu spielen, 100 Tage lang. So rum war das genau. So, genau. Wir sind am vierten Tag angekommen. Wir haben die letzten 2 Tage nur verloren. Gut, das sind jetzt nicht alle Spiele, die ich gespielt habe. Ich habe noch mal mit anderen Account noch ein paar Spiele gespielt und ein paar Videos auch für euch aufgenommen. Aber das hat nichts zu sagen, das hat ja nichts damit zu tun. Also bei der Quest hier geht es einfach nur darum, 100 Tage durchgängig mindestens einmal StarCraft zu spielen. Und das möchte ich halt echt durchziehen. Ja, und dann, um euch nicht warten zu lassen, drücken wir gleich mal an. Also sind immer noch dabei, versuchen Mechanics zu üben. Das heißt, mehr Makro als Mikro. Und ja, wir werden sehen, was für heute rauskommt. Also ich habe schon ein, zwei Spiele gemacht vorhin. Und ja, das sieht okay aus. Ich glaube, ich habe das Gefühl, es wird langsam besser. Sie sind eigentlich unser. Ja, zwei Siege zu fünf Niederlagen. Mit einem 3823 MMR. Das wollen wir natürlich steigern. Und ja. Ich hoffe natürlich, dass ich durch das tägliche Spielen wirklich besser werde. Also, ich werde nicht einfach nur spielen. Also, ich werde auch versuchen, wirklich rein mich zu verbessern, also wie gesagt, Makro-Games zu spielen, nicht nur All-Ins, mit All-Ins gewinnen, wird man nicht unbedingt besser. Klar, man gewinnt viele Spiele damit, aber besser werden ist halt eine andere Schiene. Deswegen halt die Challenge, nicht Quest-Challenge, so, die 100 Tage durchgängig zu spielen. So, erstes Spiel, natürlich ein Mirror-Match auf Fraktur.ly. Mirror-Matches sind, ja, ist nicht so beliebt bei mir. Aber es geht schon. So, wir machen auf jeden Fall dicht hier. Damit wir safe sind. Gegen Adepten oder so ein Quatsch. Wir werden wahrscheinlich selber versuchen, ihn mal ein bisschen mit Adepten zu harassen oder so. Spielen Two-Gate-Opening. Also schon die ganze Zeit spielen. Gegen jedweglichen Gegner. Also ob nun Zerg oder Protoss oder Terraner, wir spielen Two-Gate-Opening. Und wichtig ist, wir müssen lernen zu scouten. Ah, Cannon Rush, sehr schön. Gleich versuchen, dicht zu machen bei uns. Ah, zwei Drohnen hat er da unterwegs. Tja, da kommst du nicht mehr rein, mein Freund. Also er wird jetzt ohne Ende Cannons unten hinsetzen. Oh, das ist jetzt schon natürlich scheiße für uns. Fängt ja gut an, das Spiel. Fängt richtig gut an. Ist natürlich viel zu nah dran. Ihr habt nicht genügend Mineralien.
Okay, den Kern können wir jetzt, glaube ich, verzichten. Brauchen einfach 9. Geht. Das hat nicht gereicht. Ah, oh, das war echt traurig, ey. Das ist schlecht. Das ist richtig traurig gerade. Ja, gehen wir halt auf den Fliegertech. Und gleich 3 Stalker, damit werden wir die wohl wegmachen können, die Foscannons noch. Ich bin hier in den Schatten. Wir sind eins mit den Schatten. Wir bleiben. Kalt ist die. Weiß nicht, ob wir doch noch mit einem. Ihr seid auf mich angewiesen. Ich bin. Ah, was machen die denn? Ich bin der Führer der Fürst. Was ist doch, wir sind eins. Nicht genügend Energie. Ihr seid auf mich angewiesen. So, spielen wir auf jeden Fall ein Orakel. Also versuchen es auf jeden Fall dann noch zu retten, aber ich denke mal. Das ist euer Beginn. Das sieht nicht so gut aus für uns. Ihr seid auf mich angewiesen. Dimensionalstränge abgestimmt. Das Zeitforschung angeschlossen. So, ich gehe mal davon aus, dass er auch gleich kommen wird mit irgendwelchen Zeug. Aber wir haben jetzt keine Echo verloren. Das ist der einzigste Vorteil, was wir daraus ziehen können. So, gucken, ob er selbst irgendwas hat. Kennen's. Der Weg ist klar. Teleportation erfolgreich. Ich verstehe. Extrapolieren. So, jetzt machen wir doch gleich auf. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kommen wir mal bei White Ways. Gucken mal vor, also vielleicht schaffen wir es ja auch. Ich gehe mal zurück. Dritter hat auf jeden Fall noch nicht. Gucken wir mal, was er Schönes hat. Nicht. Geh mal in den Main. Erschöpft.
So. Hier holen wir wieder zurück. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Also wird noch mit mehr Void Rays kommen wahrscheinlich. Ach, der liegt sogar noch. Gehen wir auf Upgrades. Nehmen wir eine Echse. Und wir versuchen es nochmal. Immer schön Druck aufbauen. Währenddessen nehmen wir die Echse. Eine dritte wird er nicht haben. Rein. Ein Void. Durch. Ich bin hier in den Schatten. Können noch die Tees kommen. Aber ich glaube, das ist einfach komplett durch. Warum nicht rausgeht, verstehe ich nicht. Hat es auf jeden Fall verloren. Tja, Cannon Rush. Kann man nicht immer gewinnen. GG! Cannon Rush verteidigt und noch Gegnerbutt gemacht. Sehr schön. So muss es doch laufen, ne? Ich habe immer gedacht, mit Cannon Rush bist du vorne, wenn du das machst. Das stimmt überhaupt nicht eigentlich. Du verlierst eigentlich so viel Zeug, eigentlich so viel Mineralien. Naja, wir drücken jetzt an, machen weiter. Und hoffen, dass wir mal einen Zerg-Gegner kriegen. Ich fühle mich gerade ein bisschen stärker gegen Zerg als sonst. Aber der Schein kann auch nur trügen. So, wir spielen gegen Zerg. Sehr schön. Sehr schön. Wir öffnen auch wieder mit zwei Gates, aber diesmal werden wir mit zwei Adepten vorher den Zerg ein bisschen stressen. Und hoffen, also wir müssen auf jeden Fall gucken, ob er Mutas baut. Das ist nämlich ganz wichtig zu wissen. Das ist nämlich so ein bisschen den, wie soll ich das sagen, das Fiese gegen mein Bild. Weil ich spiele gegen mit Kolossis und dann, wenn er Mutas spielt, da habe ich halt nicht viel gegen. Oh, das war zu früh. Na egal. Ein bisschen zu früh die Warp-Schleifen genommen.
zusätzliche Pylonen bauen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht aber nicht weiter wild. Gucken wir mal, wo ein Pool hat. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nee, Exe First ist gut. Kein Pool? Da ist ein Pool, ja, wollte ich schon sagen. Aber noch kein Gas. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Hm. Mach's los. So, wir müssen reingucken, ob er dann auch Drohnen baut, wenn er schon Echse nimmt. Und wir werden dann gleich zwei Adepten schicken. Ja, baut Drohnen, das ist schon mal gut zu wissen. Da kommt auf jeden Fall erstmal kein All-In. Danach bauen wir zwei Stalker und dann bauen wir unsere Echse. Eure Sonden werden angegriffen. Ihr müsst zu. Eure Sonden werden angegriffen. Was wünscht ihr? Für den Ruhm. Niemand kann uns aufhalten. Eure Sonden werden angegriffen. Vorwärts. Eure Sonden werden angegriffen. Oh, die Echse habe ich fast vergessen. Ich bin hier. Nur die Gläubigen schützen mich. So soll es geschehen. Und starten wieder mit Produktion von Sonden. Zwei Gates dazu. Auf jeden Fall ein paar Drohnen mitgenommen. Könnte aber jetzt auch ein Retour-Roll hinkommen, deswegen stellen wir eine Schildbatterie hin. Der dritte hat er auf jeden Fall noch nicht. Hier war er dafür jetzt ein paar Länge gebaut. Oder Muster bauen. Ah, ich fühle mich noch nicht so sicher, deswegen stehe ich lieber doch ein paar. Wir müssen wissen, was er macht. Sollten eigentlich erstmal safe sein. So, bauen wir auf jeden Fall danach jetzt hier gleich unser Robo-Dock. Ah, wenn wir genug Gas hätten. Wir haben ein bisschen das Gas verschlagen für unser Raumdock hier. Wo ist denn das Ding? Engineering Bay. Ja, ich glaube Engineering Bay ist das Ding. So, gucken, was er spielt. Das da ist, würde ich gerne wissen. Okay, scheint Roaches zu spielen. Schößling. Ah, okay, Mutas. Ihr benötigt mehr Vespingas. Da wollen wir nämlich gleich zwei Stargates.
Brauchen langsam eine vierte. Eine dritte, meine ich. Stellen überall eine Schildbatterie rein. Ein Mut, das ist nicht so zu spaßen. Hat aber auch wahrscheinlich immer noch keine dritte. So, gehen wir jetzt das da. Und produzieren Phoenixe. En masse. Vorteil ist halt, Phoenixe gehen halt relativ schnell zu produzieren. Moment, das sind nur die Upgrades. Ein paar Gates dazu. Und produzieren trotzdem Kolosse. So, gehen wir mal gucken, wo Muten sind. Keine Muten. Hydras. Okay, da brauchen wir ganz schnell unsere Kolosse. Ich bin hier. Wo verbirgt sich der Feind? Für die Ehre. Auf den. Und das Twilight Council darf nicht vergessen. Unbedingt mehr. Eine dritte? Ich füge mich. Sha'azul du Templari. Verstanden. Für die Ehre. Naja, aber jede Menge Hydras. Und wie viel mehr geht's? Ich gehe mal davon aus, dass trotzdem Mutas spielen wird. Und wir nehmen noch eine vierte. Nein!
fiese Socke. Greift genau da an, wenn ich die nächste nehmen möchte. Ja, ich glaube, das haben wir doch wieder verloren. Shitty, Sturm hat gefehlt. Ja, gegen das schaffen wir jetzt nicht mehr. Roaches en masse. War eine falsche Reaktion von mir mit den GG. Da habe ich ein bisschen falsch reagiert auf seinen Schößling. Das war ein bisschen blöd von mir. Aber wie gesagt, ich muss noch ein bisschen üben in Informationen und allem drum dran. Ich will trotzdem mal kurz ins Replay reinschauen. Wollt ihr das so? Ich weiß es gar nicht. Oder baut man jetzt als Zerg normalerweise jetzt immer ein Schößling? Das weiß ich gar nicht. Ja, wie gesagt, ich glaube, meine Kolosse kamen auch viel zu spät. So, mal noch ein bisschen reingemacht hier. Na, zu wenig Schaden. Was haben sie gemacht? 5 Drohnen, 6 Drohnen. 6, 7 Drohnen, ne? Wo sieht man das? Verlorene Units? 7 Drohnen, naja, ist okay. War gut genug. Da war doch ein Schößling. Gewusst, dass ich ihn gesehen habe. Ah, hahaha. Fiese Socke. Das war ein Fake. Alles klar. Aber warum hat er das gesehen? Moment. Quatsch. Server? Nö, er hat es nicht gesehen. Moment, ich will noch kurz ein Stück zurückspulen. Warum ist die Reaktion, warum er das gemacht hat? Nö, ich glaube nicht, dass er meinen Observer gesehen hat. Okay, da hätte ich in meinem Observer nochmal reingehen müssen. Gut, das weiß für nächstes Mal. Dass ich auf jeden Fall reingehen muss. Nochmal reingucken muss, ob er das wirklich baut, ein Schößling. Weil dann hat er nämlich komplett auf Roach und Hyde war, genau. Gut, okay. Mein Fehler. Nicht richtig gescoutet, wie immer. Das nächste Mal bleibe ich einfach da drauf und gucke einfach, ob es durchzieht. Ja, sonst wären wir nicht im vollen Vorteil gewesen. Hätte ich mich gleich, hätte ich die Phoenixe gar nicht erst gebaut, hätte komplett hier weiter mein Norman Take gespielt. Mit Kolossis. Aber egal. So, jetzt spielen wir gegen Tana.
hatten wir heute noch nicht. Wir hatten Protoss, zweimal Zerg, passt. Noch ein Veteraner, perfekt. So, Flak erfahren. So, gegen Terrana machen wir natürlich die Ramp nicht zu oder unten das Gap. Da bleiben wir lieber bei uns. Das Einzige, was wir machen müssen, ist scouten für ein Proxy oder sowas. Ich würde gerne später jetzt gut Luck erfahren. Er hat schon geschrieben, ja. Ansonsten bleibt man bei unserem Bild. Two Gate Opening into Colossi. Ja, ein Standard. Ja, das war zu viel. Ach, jetzt sind wir jetzt hier durcheinander bei mir, ey. Nicht genügend Energie. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, hatte nur ein Gas. Wir gucken nochmal rein. Ich bin den Reaper ein bisschen delayed vielleicht. Ja, nochmal Reaper. Echse. Nehmen zwei Stalker. Den schon mal unten im Pylon hin. Ja, so. Und bauen nochmal zwei Stalker. Muss ja gleich der Reaper auftauchen. Ne, kein Reaper. So, wir wollen eine Echse nehmen. Ich bin bei 34. Kalt ist die Leere. Gucken wir mal, was wir Schaden machen können. Cyclins. Was ist euer Begehr? Ich bin das Herz der Finsternis. Du musst aber schnell zurück. Gut, das könnte ein Problem sein. Wir sind eins. Forschung abgeschlossen. Was? Oh, wir wollen schnell einen Unsterblichen. Kommen bestimmt noch mehr Cyclans. Aber wir haben zwei Schildbatterien, eigentlich müssten wir safe sein. Jetzt kommt gleich noch der Sterbliche dazu, dann ist eigentlich fertig. Der Spaß. Erst kommen. Ne, zwei geht's zuerst. Und dann kommen meine Robo-Drohnen. Robotics Bay. So, jetzt hab ich's.
So, wir wissen nicht, ob eine Banshee kommt, deswegen bauen wir trotzdem noch. Ich bin die Stimme der Finsternis. So, der muss auf jeden Fall vorne scouten. Wir bauen hier hinten bei uns auf jeden Fall noch was gegen Banshees. Hab ich gebaut, Pylon, ist genau richtig fertig geworden. So, was hat er denn? Ah, er kommt. Damit kommt er aber nicht weit. Gehen mal ein bisschen entgegen. Ganz wie ihr wünscht. Sehr weise. Was ist denn? Nun gut. Da kommt er. Ah. So, jetzt nehmen wir eine vierte, eine dritte meine ich. Moment, meine Observer sollte ich nicht. Ich brauche das nicht. Ich brauche Upgrades, das brauche ich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Na, er baut dasselbe nochmal. Ich gehe mal davon aus, dass er gleich nochmal kommen wird. Schon Upgrades? Nein, hat er nicht. Jetzt kommt er nochmal. Twilight Council. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich verdammt wenig Mineralien gerade.
Mal gucken, ob er schon eine Echse genommen hat. Ne, dann haben wahrscheinlich die unten genommen. Stehen jetzt als Panzer. Was juckt uns das? Immer noch so viele. Können wir auch gleich noch eine Echse nehmen. Nicht viel, was er da hat. Hat er nur die Panzer halt. Die sind ein bisschen nervig, aber sonst. Mineralienfeld erschöpft. So, Upgrade ist durch. Jetzt müssen wir noch kurz. Wenn er seine Panzer anzieht, ist er tot. Und ich hatte keine Luftabwehrtürmchen. Hat er nicht. Die Planetary ist ein Problem. Wir gehen zurück. Wo ist mein Warp Prison? GG! Da hätten wir nebenbei noch unsere Probes sliden müssen. Aber sonst war es ein ganz schickes Spiel. Wird langsam, würde ich sagen. Wird langsam. So, gucken wir mal, was heute passiert ist. Zwei gewonnen, eins verloren. Ne, zwei verloren. Ne, Moment. Ne, wir haben nur drei Spiele gehabt. Reicht auch erstmal, würde ich sagen. Da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, Modibär spielt jeden Tag, haha. Genau, mit Sakura 2 sieht eigentlich so die Statistik aus. Ja, noch zwei Siege und dann sind wir wieder gleich auf mit Niederlagen, das passt schon. Na gut, da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschö tschö, euer Modibär. Ciao. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschö, tschö.